Das hier, das ist Mbife von Amadou und Mariam. Der Song, der erscheint vor knapp 20 Jahren auf ihrem Album Dimanche à Bamako. Und dieses Album, das verhilft dem Pärchen aus Mali damals zum großen Durchbruch. Sie werden international bekannt und arbeiten mit Musikgrößen wie Damon Albarn oder Santigold zusammen. Und ja, auch mit Mr. Der Mensch heißt Mensch, Herbert Grönemeyer. Das Album, das produziert damals Manu Chao. Den kennt ihr vielleicht von dem Song hier. Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. Manu Chao bewundert das Musikerpärchen schon damals und deswegen gibt's dann auch einen gemeinsamen Song. C'est au Manhattan, fast food, Dakar, Senegal, la grand-mère à l'hôpital, Dantec, tout va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food. Mittlerweile, da blicken Amadou Bagayoko und Mariam Doumbia schon auf 50 Jahre zurück, in denen sie gemeinsam Musik machen. Eine Zeit, in der sie den malischen Blues weltweit bekannt machen und das Genre für sich neu interpretieren. Und damit ist auch lange noch nicht Schluss. Dieses Jahr noch, da erscheint ihr Greatest Hits Album La Vie est Belle mit exklusivem Material, neuen Songs und Highlights aus ihrer Karriere, heißt es dort. Die erste Single, die ist draußen, Mogulu heißt die und die ist unser Song des Tages. Im Popfilter erfahrt ihr heute, wie Amadou und Mariam musikalisch immer wieder Grenzen aufbrechen und was sie damit eigentlich erreichen wollen. Es ist Donnerstag, der 2. Mai. Mein Name ist Marianne Tang. Hi! Das ist Cherie von Ali Faka Touré, dem King of Desert Blues. Dieses Genre, das ist auch bekannt als Tishu Marin oder Asuf bzw. Mali Blues. Ein Musikstil aus der Sahara-Region in Nord- und Westafrika. Dabei verschmelzen Blues und Rockmusik mit Tuareg, malischer oder nordafrikanischer Musik. Und Amadou und Mariam, die machen genau das. Die beiden, die lernen sich in den 70ern kennen. Und zwar am Institute for the Young Blind of Mali. Sie sind nämlich beide schon, seit sie jung sind, blind. Am Anfang, da sind sie noch in eigenen Musikprojekten involviert. Aber ab den 80ern beginnt ihre gemeinsame Karriere. Und das erstmal ohne Produzenten oder Studio. Sie bespielen ganz einfach selbst Kassetten und sie werden massig kopiert. Dadurch werden sie schnell zu richtigen Stars in Mali. La Paix von Amadou und Mariam. Man kann sagen, ihr erster Hit, so Mitte der 80er war das. Über die Jahre werden sie weltweit bekannt und arbeiten auch international mit Musikern zusammen. Zum Beispiel eben mit Herbert Grönemeyer für den WM-Song Celebrate the Day. Musikalisch, da verändern sich die beiden auch so ein bisschen. Sie bleiben dem malischen Blues zwar treu, aber sie sind ziemlich offen so für Rock, Hip-Hop und Disco-Einflüsse. Mit
ihrem Erfolg wollen Amadou und Mariam aber nicht nur auf sich selbst aufmerksam machen, sie wollen vor allem auch der Welt die diverse malische Musikkultur zeigen und sie celebraten. Das Duo, das macht sich außerdem als Botschafter gegen den weltweiten Hunger stark. Und dieses Jahr, da feiern sie, wie gesagt, ein Jubiläum. Ihr Durchbruchalbum Dimanche à Bamako, das wird 20 Jahre alt und das feiern sie mit dem Greatest Hits Album La Vie est Belle. Darauf gibt's aber auch ja, neue Songs zu hören, zum Beispiel hier die erste Single-Auskopplung Mogulu. Hey, hey. Mogulu bedeutet in der Bambara-Sprache so viel wie Menschen. Der Song, der will also menschliche Begegnungen und Vielfalt zelebrieren und Menschen vor allem durch Tanzen zusammenbringen. Das gelingt dem Song auf jeden Fall mit organischen und elektronischen Klängen und sehr tanzbaren Afrobeat-Rhythmen. Und ich finde, dass das Duo auf jeden Fall mal wieder beweist, wie sie musikalische Mauern einreißen. Das ist ihnen seit Beginn ihrer Karriere nämlich ein großes Anliegen, sagen sie. Und der Song hier, der ist sogar ziemlich poppig. Hört am besten mal selbst rein. Hier ist Mogulu von Amadou und Mariam. Von Amadou und Mariam. Der erste Vorbote von ihrem kommenden Album La Vie est Belle. Das erscheint dann im Herbst. Übrigens solltet ihr euch hier auch mal das Musikvideo zum Song anschauen. Das wurde nämlich in Dakar gedreht und zeigt den Tänzer und TikTok-Star Akams. Und der tanzt ziemlich eindrucksvoll durch die Hauptstadt Senegals. Würde ich euch jetzt hier auch mal zeigen, aber geht leider nicht. Bei Podcasts, vielleicht eines Tages. Egal, das war der Popfilter für heute. Falls euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und erzählt euren musikbegeisterten Freunden und Freundinnen von uns.
Danke an Laura Klar, Benjamin Sardani für diese Folge hier. Und ich bin Marie Einter. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis morgen. Tschüss.